So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ich habe herausgefunden, wie wir es machen müssen. War im Endeffekt gar nicht so schwierig. Das wüsste ich, könnte mich gerade mit Maus und Tastatur bewegen. Haben nicht alle gesagt, man kann nicht mit Maus und Tastatur spielen? Ich zeig's mal. Hier, das ist mit Maus und Tastatur. Und wenn ich jetzt E drücke, kann ich einsteigen. Ist ja geil. Alle immer so, ne, man kann das nicht mit Maus und Tastatur spielen. Doch, geht. Vielleicht hat derjenige es nicht ausprobiert. Tja. Na gut, wir werden anbauen. Ich weiß noch nicht genau, was ich anbauen möchte. Komm, Mais sieht gut aus. Ja, und zwar muss ich einfach hier nur runterfahren. Genau. Hier steht es nämlich, ne? Um deine Tiere damit zu versorgen oder die Seemaschine mit Saatgut zu befüllen. Das heißt, wir befüllen das jetzt. Genau. Wunderbärchenhaft. Und dann fahren wir da jetzt hin. Wichtig ist übrigens, dass wir wirklich absolut darauf achten, nachzutanken. Es gibt keine Möglichkeit, den Traktor irgendwie zurücksetzen zu lassen oder irgendwas anderes. Man kann ihn auch nicht weiter betanken. Haben wir ja gesehen, ne? Es gibt irgendwie ja keine Möglichkeit, ein Tankding zu kaufen. Wobei, ich muss mal nachgucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es beim Händler nicht doch irgendwie da eine Möglichkeit gab, was zu kaufen. Das heißt, wir gucken nochmal, aber laut Beschreibung, was ich gelesen hatte, ist es halt so, wenn der Tank leer ist, ist das Ding leer. Wenn man da nicht nachgetankt hat, hat man Pech. Du kannst es nicht zurücksetzen lassen, du kannst es halt nicht betanken nachträglich. Du kannst ihn dann höchstens verkaufen. Das ist das Einzige. Und musst du dann einen neuen Traktor kaufen. Wenn du nichts hast, war es das mit dem Spiel. Genau. Ja, das ist halt echt schon übel. Deshalb sollten wir uns immer genügend Geld übrig lassen, dass wir uns zur Not einen neuen Traktor kaufen können. Ja, das sehe ich auch so. Ich empfinde das als äußerst wichtig. Ja, irgendwie schon. Naja, mal gucken. Ja, aber letztendlich muss ich wirklich sagen, es ist nicht schlecht. Ich habe jetzt schon gesehen, vor ein paar Tagen kam eine neue Version dazu raus, und zwar Farm Expert American Dream oder irgendwie so, also irgendwas mit Amerika. Sah jetzt nicht schlecht aus. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie an den Titel rankomme. Mal schauen. Zumindest schien es ein Ticken besser zu sein als der hier. Aber es gab bei Steam nur ein einziges Review dazu. Das war in einer Sprache, die nicht lesbar war. Also muss irgendwas, ich glaube Kyrillisch muss das gewesen sein. Also so, gibt ja nicht so viele Schriftarten, die anders sind. Und es sah schon sehr nach irgendwas Russischem aus. Und das war eine negative Bewertung. Also man konnte nur halt Daumen runter sehen. Aber was da genau stand, keine Ahnung. Naja. Wahrscheinlich irgendwelche Wüstenbeschimpfungen über irgendwelche Mütter und sowas. Ja, ja. Von was anderem gehe ich gar nicht aus, ehrlich gesagt. Ach, ich muss düngen erst, ne? War das nicht so? Gedüngt 0%. Ich kann wirklich nicht? Das glaube ich nicht. Also, wir probieren es mal. Ja, das ist so geil, wie er dann immer. Nee, er macht das wirklich nicht. Okay, den müssen wir wirklich jetzt erst düngen. Ja, das ist sowas, was viele halt auch bemängelt haben, was ich auch sagen muss, das finde ich so ein bisschen schade. Dass man halt dazu gezwungen ist, das genau so zu machen und ne, man muss pflügen, grubbern, düngen, muss jedes Mal machen. Wo ich mir dann auch denke, ja, es ist eigentlich nicht unbedingt so notwendig. Aber gut. So, koppeln wir ab. Fahren wieder zurück. Aber wir müssen irgendwie gucken, dass wir aufleveln. Damit wir auf jeden Fall die nächste Stufe des Spritsparens freischalten. Genau. Sehr, sehr, sehr wichtig. Tempomat an, genau. Interessant finde ich, dass da links unten was mit Blinker zu sehen ist, aber ich keine Ahnung habe, wo ein Blinker sein soll. Okay. Also es gibt definitiv eine Steuerung für, also eine Tastatursteuerung, aber tja.
wie das da ist. Ich habe das noch nie gesehen, dass es hier wirklich mit Tastatur steuerbar ist. Das ist interessant. Siehst du, ganz neuer Aspekt, spontan hier rausgefunden. Ich weiß auch noch nicht, ob wir in eine zweite Staffel gehen. Also ich habe es überlegt, eine Staffel würde ich gerne ein Jahr machen. Das heißt, hier entsprechend bis März, ja, also bis dann halt Ende Februar des rauffolgenden Jahres. Einfach, dass man ein Jahr gemacht hat, das ist dann eine Staffel. Und ob wir dann noch eine zweite Staffel machen, ganz ehrlich, ich bezweifle es so ein bisschen. Bei Farm Expert kann ich mir das durchaus vorstellen. Hier weiß ich jetzt nicht. Ja, bei Farm Expert macht das echt Laune, ne? Wobei, beim neuen Teil wäre es interessant zu wissen, wie es mit den Bugs dort ist. Ob da dieselben Bugs immer noch vorherrschend sind oder ob halt etliches davon weg ist. Wie viel Sprit schon wieder verbraucht wurde. Wahnsinn. Oh, schon echt krass. Ist ja okay, ich ruhe ja eine Düngemaschine. Haben wir überhaupt eine Düngemaschine? Ich weiß es gar nicht. Ach doch, hier, guck mal, ist der Güllewagen. Ich hoffe, wir haben noch Gülle. Wehe nicht. Irgendwo hier müsste es sein. Das ist die Milch, okay. Da ist nichts drin, ne? Wir sollten doch eigentlich keine Gülle haben, also normalerweise. Und schon wieder die andere Musik. Ah, doch. Ist was drin, aber nicht viel, okay. Muss man wirklich Mineraldünger holen dann. So, ich tanke dann jetzt erstmal nochmal. Mhm. Dann den können wir holen, diesen Düngerstreuer. Ist ja nicht so wild. Wir haben ja noch Knete. Genau. Mhm. Was mich interessiert, war das Wasser oder was war das? Was hatte ich denn da gekauft? Ja, gute Frage, ne? Wasser starten. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann war das für Wasser. Dann müssen wir mal gucken, vielleicht gibt es ja doch noch was für Benzin. Ja, immerhin diese meisten Reviews waren für die Anfangszeit und das hat sich ja doch dann irgendwann ein bisschen was getan. Wobei ich noch nicht rausgefunden habe, wofür der Hund nützlich sein soll. So wie ich das sehe, irgendwie für nichts. Ja. Wäre möglich. Durchaus. Aber egal. Ich mag Spiele. Also ich, letztendlich, weißt du, es gibt so viele geile Spiele und ich bin da nicht so. Es muss nicht immer alles makellos sein. Das war früher so. Früher war ich da auch so. Da musste alles perfekt sein. Und wenn was nicht gepasst hat, dann so, bäh, Spiele, scheiße, weg damit. Dann würde ich lange, lange drüber hinweg. Mittlerweile sage ich mir, okay, wenn, Grafik ist nicht so wichtig, wenn ein paar Bugs drin sind, ach komm, egal. Ein Mass Effect Andromeda hat trotzdem Spaß gemacht, wenn man es halt umstellt auf Englisch, ist es sogar noch die Synchro ziemlich geil. Ist wie echt, wirklich. Und die Story ist auch nicht gerade verkehrt, also kann man auf jeden Fall spielen. Das Gameplay ist halt ein bisschen, ja, geht. Wobei das mit dem Fahrzeug echt ganz cool ist und es macht schon Laune, klar, auf jeden Fall. Aber das mit den Gesichtsanimationen kommen, ey, da kann man drüber hinwegschauen, das ist auch nicht so dramatisch, ne? Und dann hat man das einfach, wenn man das ein bisschen beiseite lässt, dann hat man eine coole Story mit coolen Charakteren, wo man sich auch drum kümmern muss, wo man weiterentwickeln muss, mit Planeten, wo man rumreisen kann, alles. Also, da kann man schon viel Spaß mit haben. Ja? Es muss halt nicht immer alles perfekt sein. Und es ist auch kein Spiel perfekt. Es gibt halt die Spiele, die werden von jedem gehypt. WT-Keks, Alter. Sind das hier Schweine, die frei rumlaufen? Sieht so aus, ne? Ja. So Skyrim oder hier der Landwirtschaftssimulator. Die sind auch nichts. Gerade der Landwirtschaftssimulator. Hallo? Null Schadensmodell, null irgendwas von wegen Realismus.
Ja, das ist vollkommen egal, was du mit deinem Traktor machst. Du kannst einen Berg runterbrettern, überschlägt er sich halt. Pff, vollkommen egal, das Ding läuft weiter, ne? Ja, also das ist so, ein bisschen schade. Und das mit dem Teleportieren zum Beispiel, das, ja, wenn es jetzt so ist wie zum Beispiel bei Farm Expert, da kannst du es abschleppen lassen. Was, bei Farm Expert? Ich glaube, ne? Bei Farm Expert konnte man das Fahrzeug abschleppen lassen. Irgendwie so. Oder war das bei... Nee, ich glaube, es war da. Ja, weil das macht dann Sinn, wenn du dann halt auch noch Geld dafür bezahlen musst. Aber wenn einfach so nach dem Motto, oh ja, ich kann alles irgendwo hin teleportieren lassen. Nee, will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte ja, dass man halt echt gucken muss, okay, jetzt habe ich halt das Ding in die Scheiße gefahren, jetzt klemme ich da irgendwo fest oder jetzt habe ich mich irgendwie überschlagen mit den Gerätschaften, jetzt muss ich mal gucken, wie ich da wieder rauskomme. Das ist was, ja, so muss das sein. Dass man halt wirklich Konsequenzen hat für das, was man macht. Das ist ja echt auch so. Wenn ich mit meinem Traktor in echt den Berg runterfahre, boah, bin ich halt in echt mit meinem Traktor den Berg runtergefahren. Genau, schön alles düngen. Bisschen schräg hier. Wir kriegen Erfahrungspunkte. Sehr schön. Genau, jeder Quadratmillimeter muss gedüngt werden. Ich werde es aber im Kreis fahren. Ich meine, es ist nicht das Brimborium mit hier, ah, jetzt hier so und dann so. Wir machen das so, wie wir es sonst auch immer gemacht haben. Genau. Nicht so ein Hickhack hier. Bringt eh nichts. Dampfende Gülle. Finde ich schön, dass man das auch dampfend gemacht hat, ne? Dass man das so schön sieht. Wundergeil. So. Ja, dann machen wir das alles fertig. Ich hoffe wirklich bald auf ein Level ab. Aber wir werden erstmal wirklich bis zum Erbrechen auf Spritsparen setzen. Genau. Dass wir wenig wie möglich Konsequenzen befürchten müssen oder Angst haben müssen, dass da irgendwas passiert. Wobei ich schon gesehen habe, es gibt da irgendwie einen Geld-Cheat. Ich weiß aber nicht, ob der überhaupt noch funktioniert. Ich habe den nur gesehen, für die Konsole gibt es den irgendwie. Es sieht so aus, dass halt diese Saatmaschine, die wir also die wir haben hier, ne, diese grüne, es ist eigentlich egal welche, also die Saatmaschine, die befüllst du und gehst damit halt zum Maschinenhändler und verkaufst sie dort. Dann sagt er die ganze Zeit von wegen so, ne, darfst du nicht verkaufen, weil das Ding muss leer sein. Aber du kannst trotzdem auf Verkaufen klicken und bekommst dann immer den Preis für die Saatmaschine gut geschrieben. Behältst die Saatmaschine aber. Und das kannst du so oft machen, wie du lustig bist. Bis du halt entsprechend tonnenweise Geld hast. So, hier haben wir schon. Muss ich gerade feststellen. Ja, man sieht's auch ganz leicht, ne? Also nicht so richtig, aber so ein bisschen sieht man's. Muss aber ganz genau hingucken, ne? Es ist irgendwie so ein leichter Grauschleier drauf, habe ich den Eindruck. Ja. Zumindest den Eindruck. Na los, komm. Ich brauche die Prozent und die Erfahrungspunkte. Ich finde das echt cool, auch beim Farm Expert, ne, mit diesen Erfahrungspunkten. Ich hoffe, dass sie sowas in der Richtung ja beim nächsten Landwirtschaftssimulator reinnehmen, dass man halt irgendwie so ein Level-Up-System hat, so, dass man Erfahrung gewinnt, wodurch dann der Umgang mit den Maschinen besser ist. Ja, weniger Ernteverlust und so weiter und so fort. Es gab jetzt beim Landwirtschaftssimulator auch einen Patch, der jetzt rauskam gestern für Xbox und für den PC, entsprechend hier 1.5.1, glaube ich, irgendwie so in dem Dreh rum. Aber eigentlich nichts, also nichts Neues dazu gekommen. Eigentlich nur irgendwelche alten Sachen, ne? Also man hat Sachen korrigiert, Bugs behoben. Ja, ich glaube, dass dieses neue Patch-System, was die meisten Entwickler mittlerweile fahren, in puncto, okay, wir bringen mit dem Patch auch neue Features raus für das Spiel. Das ist hier in Deutschland und da in dem Fall auch bei den Herren und Damen von Giants, wobei die sitzen ja auch in der Schweiz größtenteils, ne? Ein kleiner Teil sitzt nur in Deutschland. Ist es noch nicht angekommen. Ne, nicht so richtig. Das, ja. Müssten sie vielleicht mal verinnerlichen, dass man mit einem Patch auch durchaus neue Features rausbringen kann, ohne. Achso, es ist leer. Oh. Das ist nicht gut.
Das ist wirklich nicht gut. Jetzt ist die Sache, reise ich mit meinem Traktor schnell oder reise ich nicht mit meinem Traktor schnell? Wir probieren das mal aus. Gucken wir mal. Ich weiß ja nicht. Vielleicht bleibt der Traktor sonst da stehen. So. Also auf jeden Fall haben wir gesehen, mit den Hühnern schwierig, mit denen Geld zu machen. Eieiei. Ich weiß aber nicht, ob die sich wirklich vermehren. Tja, gute Frage. Eigentlich schon, aber das hat nichts zu bedeuten. Ne. Gut, verkaufen wir das gleich mal. Da vorne ist der Händler. Dann entsprechend holen wir den Mineraldünger. Also gibt es den überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ich sag das jetzt einfach so, ne? So. Naja, hier, guck mal, da gibt's was. Anbaufellspritze, genau. Na, wo ist es? Okay. Gülleanhänger. Achso, muss ich hingehen. Entschuldigung. Ja, ich erst abkoppeln. Ist okay. Ich muss das mal ausmachen, weil ansonsten läuft die ganze Zeit der Motor. Das will ich ja nicht. So, genau. Verkaufen. Wunderbar. Was haben wir denn hier eigentlich? Warte mal. Das ist nur ein Tankwagen, ne? Da steht jetzt nichts. Milchtank. Ach, das ist dann wirklich ein Tankwagen. Ach, das ist ja cool. Nee, Wasseranhänger stand da extra. Ach, Mist. Warte. Kann man beide verkaufen. Macht gar keinen Sinn. Ja, nicht dran gedacht. Gut. Dann brauche ich jetzt das. Ja, müsste ja das dann sein. Genau. So. Ich kaufe mal vorsichtshalber einen zweiten Traktor, den wir hier so hinstellen. Boah, ist nicht teuer. ...40 PS. Machen wir mal offen. 60 PS ist okay. Mhm. 135 PS. Wo ist denn jetzt der neue Traktor? Ja, gute Frage. Wahrscheinlich auf dem Hof, ne? Ach ja, stimmt. Steht ja mal auf dem Hof. Gut. Machen wir gleich mal Schnellreise. Auf zum Hof. Ja. Ist natürlich auch geil, dass wir mit dem Traktor schnell reisen können. Düm, düm, düm. Das ist der Euro Truck Simulator, weil ich das gerade sehe. Wollte ich auch als LP wieder machen. Ja, genau. Dann halt aber auch mit längeren Folgen. Muss nur mal gucken, wann ich das am besten einschiebe, weil ich würde es dann schon gerne täglich machen, so wie die anderen Sachen hier auch. Ansonsten macht es keinen Sinn, weil so wie vorher, wo wir es nur am Wochenende hatten, das ist scheiße, das kannst du vergessen. Aber wenn, dann fange ich da bei dem LP aber auch komplett von vorne an. Das macht irgendwie, ja, ist am sinnigsten, als jetzt dann hier mit dem Profil, was wir im Livestream und so hatten, dann halt da entsprechend weiterzumachen. Das ist immer doof, sowas. Die Mühle. Die Mühle mühlt. Aber na gut, ich verabschiede mich erstmal. Wir sehen uns dann ja nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Mist.